Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Murago, und diese Therapie ist kostenlos. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das hält uns nicht davon ab, trotzdem Spaß zu haben. Und zwar sind wir unterwegs in Andrew Ryans Apartment und wir haben diesen Versuch Nummer 192 gefunden, der uns ein bisschen von der Kontrolle abnimmt und sind jetzt unterwegs zu einem, wo wollen wir denn hin? Besorge eine zweite Dosis von Versuch 920, genau. Du hast die Präparat angenommen, verspürst aber Nebenwirkungen. Tannenbaum glaubt, eine zweite Dose von Versuch 92 deines Splices komplett wiederherstellt. Mittlerweile findest du noch mehr in Susongs Labor in den Artemis Suites in der Nähe des Apollo Squares. Das heißt, dort müssen wir als nächstes hin. Bis dahin sind wir leider ein bisschen unberechenbar, weil nämlich dieses lustige Zeug hatte einen entscheidenden Nebeneffekt. Unsere Plasmide sind ein bisschen durcheinander. Und hier ist jemand. So. Denn unsere Plasmide wechseln einfach hin und her. Dann wechseln wir auf das Explosionsgear. Ach nein, unser fliegendes Moped hat die Sache schnell erledigt. Wir versuchen mal, das den Freund auch mitzunehmen, weil momentan sind wir ein bisschen kampftechnisch doch stark eingeschränkt und sind nicht wirklich berechenbar. Das ist unser aktuelles Problem. So, wir müssen schauen, ob wir hier rüberkommen, damit wir nach unten kommen, um dort den Ausgang zu nehmen. So, jetzt brauchen wir noch einen passenden Winkel, das sieht gut aus. Und wir sind fertig. Damit ist der Freund jetzt auf unserer Seite. Haben ja noch ein fliegendes Moped mehr. Genau, fliegendes Moped 1 und 2. Wobei der Freund ein bisschen vor sich hin kokelt. Komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Mal ein bisschen deaktiviert. Mal gucken, dass das. So, fliegt er wieder los. Ohne Feuer. Damit macht. Oh, jetzt haben wir schon wieder Hypno Daddy 2. Okay, ich habe mal den Freund. Ein bisschen looten den Freund. Und es geht nach unten. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Wir wechseln mal auf den Freund am besten, weil ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Aber hier sehen wir definitiv jemanden draußen unterwegs. Achso. Alles klar. Unsere gehackten Alarmalarm haben das Sache im Griff. Was haben wir jetzt? Was haben wir diesmal? Ein Bienenplasmid. Alles Feuer drauf, was wir haben. So, kurz in Deckung gehen. Antipersonen werden nicht schlecht. Oh, damit ist die Dame auch down. Ist ja schon wieder volle Action los. Und jetzt ist Big Daddy pissig. Das ist nicht gut. Mit dem möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Und wir fallen um. Das ist das Problem. Irgendwie, wahrscheinlich unsere Bienen haben ein bisschen den Big Daddy gestochen. Okay. Die Widerstände öffnen. Wo müssen wir eigentlich lang? Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Dann gehen wir auch in diese Richtung und lassen mal Big Daddy Big Daddy sein. Und schauen, dass wir zu Susongs Büro kommen. Okay, nimm Wirbelwind. Das sieht nicht so gut aus, einfach aus dem simplen Grund.
Dadurch, dass wir hier kein Telekinese haben, können wir den Freund nicht adäquat attackieren. Okay, der guckt noch. Ah nein, der ist hier hinter geflogen. Nimm mal da mit, was er hat. Okay, welchen Plasmid haben wir jetzt? Hm. Weiß ich gar nicht, welches das ist. Du bist in meiner Stadt! In meiner Stadt! Hm, schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Kurz. Hm. Ah, nehmen wir doch mal die Freunde wieder mal. Das hat sich doch gelohnt. Einmal ein Beuteschuss. Den sollten wir vielleicht öfters einsetzen. Okay. Da haben wir einen Big Daddy, der rumläuft. Ein Verkaufsautomat. Auf alle Fälle ein bisschen Health einkaufen. Eve einkaufen. Und noch ein bisschen Health. So. Mal gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Der fällt vielleicht in diese Richtung an. Können wir in dem Zustand, in dem Fontaine sich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmide zu modifizieren. Du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Das ist jetzt nicht so die feine englische Art, aber gut. Dann kommen wir halt mit dem zurecht, was wir haben. Aber hier Apollo Square, da ist das Türchen offen. Dann gehen wir gleich mal da rein. So. Ist schon interessant, wenn man dann einfach mal das Plasmid verwenden muss, was man einfach vorgesetzt bekommt. Und nicht immer ist das wirklich hilfreich, wie man gerade gemerkt hat. Weil die Bienen sind zwar lustig, aber nicht, wenn ein Big Daddy in der Nähe ist. Weil das hat uns einmal umgehauen. So. Das Ganze hat gespeichert. Was haben wir denn jetzt? Telekinese. Ach, hier geht die Tür auf. Laden wir den Freund mal kurz nach. Apollo Square. Okay, da blitzt was. Granaten. Die sagt man natürlich ein. Und Katzenfutter. Nee, Katzenfutter brauchen wir nicht. Hier haben wir einen umgehauenen Automaten. Und ein Tonbandgerät. Mal sehen, was das uns erzählen hat. Ach, die Jan. Als ich hier angekommen bin, aber mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Baum geklettert ist. Einer von Warrens Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Aua. Einfach so. Was geht hier vor sich? Hm, das weiß ich so auch nicht. Aber wir werden es gleich herausfinden. So, es... Der Elektrobolt, den haben wir erstmal. Den können wir wahrscheinlich wenigstens mal effizient nutzen. Mal sehen, wie lange wir ihn haben. Okay, hier haben wir Bandagen. Das heben wir auch mal auf. Und hier höre ich gerade einen Big Daddy rumstampfen. Okay, da ist jemand drinne. Den schauen wir uns an. Napalm, Aktentasche. Und ein... So, dann lassen wir uns die gegenseitig hauen. Warten wir mal, bis sie fertig sind, sich gegenseitig zu hauen. Jetzt kümmern wir uns um ihn da. Na komm, Big Daddy. Ein noch. Oh, jetzt waren unsere Granaten alle. Bitte Health rein. Und da fallen wir leider um. Aber der Big Daddy ist fast down. Das sollte nicht mehr das Problem dann sein. So. Dann machen wir mal ein bisschen halt. Nicht das. Nachladen ist nicht. Da versuchen wir den Big Daddy relativ schnell noch abzuernten. So, und jetzt kriegt er die letzte Dosis. Und das soll es gewesen sein. Ho. Ja, was haben wir denn? Wo ist denn die Armbrust?
Okay, schauen wir mal, was der Big Daddy hat. Eine Schraube locker und 60. Und die Kleine wird erstmal gerettet. Weil das Erdbeer können wir auf jeden Fall gebrauchen, auch wenn wir es gerade aktuell nicht einsetzen können. So. Bitte schön, Kleines. Gerne doch. Geh zu den anderen Kleinen. Okay. Hier liegt noch eine Tommy Gun rum. So, da hast du Gesellschaft und kannst mit dem lustigen Bolzen spielen. Wieder die Bienen. Der Big Daddy ist erstmal weg. Damit sollte das soweit erstmal kein Problem sein. Was sind das Ganze für Fotos hier? Ist das immer dieselbe? Irgendwo schon. Eine Nietpistole. Okay, was hast du da für ein Problem? Okay. Hat jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Die Reichweite ist halt nicht hoch genug. Nehmen wir mal den Freund mit den Scharfschützen hier. So, anvisieren. Anvisieren war angesagt. So, damit hat sich die Dame erledigt. Okay. Rohrpost, ein Pepriegel. Eine Kiste mit Granaten. Die nehmen wir doch gerne mit. Apollo Square, das war ja auch da, wo wir erfahren haben. Was hast du, Mary? Du siehst aus, als hättest du gerade eine schreckliche Nachricht erhalten. Ah. Was trinkt denn? Und ein Pepp-Lidl. Oh. Aha. Alles klar. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Oh. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Okay. Wo ist es? Wenn wir schauen, ob wir die Dame jetzt klein kriegen. Ah, mit dem Russen lieber vielleicht nicht. So, einmal gut durchgeröstet. Ihr Freund setzt mal jetzt viel zu selten ein. Hoppala. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Kurze Health rein. Mein, was ist denn hier los? Ist ja schon interessant, dass wir ohne die Plasmide in dem Fett kaum was Eis richten können. Eis ist super. Okay, die Dame hat es wohl gerade zerlegt. Ja, und das war's. Das einzige Problem bei der Lösung ist, man hat nichts mehr zum Looten. Okay. Eine Gendatenbank. Mal gucken, ob wir damit irgendwie jetzt unsere Plasmide wieder irgendwie nicht. Aktuell können wir die nicht sortieren. Wir sind ja auch völlig chaotisch, wie wir jetzt gerade wissen, aktuell. Außer diese können wir beeinflussen. Naja. Das sieht nicht so toll aus. Dann können wir hier was hacken. Ja, die hacken wir nochmal so kurz. Dann müssen wir hier nach oben. Noch ein paar senkrecht nach oben wäre ganz schick. Oder wir müssen es mehr mit der Variante machen. Ja, wir gehen mal in die Richtung, dann weiter. Den nach dort. Dann mal nach dieses nach da, das nach dort. So. Eine lustige Schleife, was unser Zweck erfüllt und
haben diesen Automaten gehackt. So, aber was anderes stelle ich gerade fest, und zwar mein Timer ist gerade fertig und meint, wir haben genug für heute. Und ich denke mal, da hat er gar nicht mal so unrecht. War eine Folge, wo viel passiert ist, was auch langsam anstrengend wird, weil die Plasmide permanent wechseln. Ich hoffe mal, wir kriegen das Ding bald ins Reine, weil so wird das ziemlich stressig mit Spiel. Tja, ob ich das nun schaffe und wann, das erfahren wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Denn das war's jetzt mit Let's Play Bioshock. Die Gruppentherapie ist damit für heute vorbei. Ich bin MacMurago und sage Servus und Ade.